Freunde der gepflegten Sechsseitigen. Nun liegt sie hier auf dem Tisch, ja, um ihr mal direkt unter die Haube schauen zu können, aber so richtig. Ja, was fällt auf? Die Decke, schön satiniert, aber ich weiß nicht, ob sie wirklich so dreidimensional ist. Soll ein Furnier sein? Genaues weiß man nicht, weil die Specs an der Gitarre sind wirklich relativ, ja, wie soll ich sagen, dürftig. Ja. Wir gehen mal durch, die Decke soll ein geflammtes Ahorn sein, der Korpus soll Erle sein, der Hals ebenfalls Erle, das Griffbrett Schwarzholz, was immer das bedeuten soll. Der Hals ist eingeleimt. Das ist eigentlich schön gemacht hier mit dem Shaping. Ja. Die deckende Rücklackierung und das Furnier auf der Vorderseite und die deckende Lackierung lassen auf keinen Fall zuzuschauen, auf wie viel Teilen der Körper zusammengesetzt ist. Auch der Halsübergang lässt hier nicht zu, das Finish, das schwarze Finish vom Hals lässt nicht zu sehen, ob der Hals angeschäftet ist. Ich glaube es aber mal. Ja. 3 Single-Coil-Tonabnehmer, P90-Typ, es lässt sich nirgendwo herausfinden, welche Hersteller hier dahinter steckt. 1 Volumen-Poti, läuft schön. 1 Ton-Poti, läuft auch sehr schön. Ein 5-fach-Wahlschalter, wie bei einer Stratocaster, und ein Mini-Switch, um den Hals-Tonabnehmer zuzuschalten. Die Bünde sind sauber eingesetzt, da kratzt nichts, sind auch nicht scharf. Kleine Inlays an der Seite, vorne drauf gar nichts, ist auch mal was. No-Name-Mechaniken, anscheinend Druckguss. Der Sattel Newbone, schwarz. Da Dario Seiten sollen drauf sein. Ja, und die Farbe soll Shading Sunburst sein. Die Mensur 25,5. Das messen wir jetzt mal nach. 648 mm. Ja, wie bei einem Stratocaster. Korpusform, Single Cut, ja, sechsseitig, 22 Bünde. Der letzte ist nicht bespielbar. Jetzt gucken wir mal, was haben wir für ein Material. Machen wir mal einen Magneten. Also die Brücke hier ist schon mal Stahl. Die Reiter sprechen nicht arg an. Stahlbrücke, die Stahlhaltebrücke. Das Tremolo ist schwebend aufgehängt ab Werk. Jetzt machen wir mal hier die Folie ab. Und zurückgeben kann ich sie eh nicht. Von daher, was soll's. Sie ist so eingestellt, wie sie aus der Box, nein, von der Wand kam, so wie ich sie auch im Musikgeschäft gespielt habe. Es ist also recht komfortabel eingestellt. Wir können mal jetzt schauen, was wir an Seitenhöhe haben. Am 12. Bund 1,25. Das ist okay. Der Hals hat eine gute Krümmung, braucht man nichts nachjustieren. Stimmstabil ist er. Die Mechaniken machen einen extrem guten Eindruck. Nicht so wie oft bei den Harley Bentons. Also da muss ich sagen, da ist es besser.
Die machen einen echt guten Eindruck. Seiten sind auch sauber drauf. Die Brücke scheint sauber gekerbt zu sein. Man fühlt ein bisschen was Scharfes, aber keine Schneidemaschine. Binding rundherum. Hochknöpfe. Output Jack in der Zarge. Schön, dann werden wir sie mal wiegen. Ein sehr flaches Griffbrett, ich würde sagen 17 Zoll Radius. Die Breite am ersten Bund 44, am 12. Bund 53 und die Dicke am 12. Bund ist 24 mm. Ja, nicht flitzefingerig, aber auch kein Knüppel. Der Vibratorhebel ist ganz klassisch eingeschraubt. Ganz klassisch, aber ein nettes, gutes Gewinde. Der Schlag hat nicht so arg viel. Jetzt schauen wir uns nochmal an, welche Impedanzen unsere Pickups haben. Neck Humbucker, Neck Single Coil, 811, 812, die Mitte, 88, 89. Ja. Und der Steg 9,36 Kiloohm. Also der Steg, das heißt ja, die beiden vorderen sollten gleich sein. Okay, was wir uns jetzt mal angucken wollen, ist das Elektrofach. Ich muss mal doch die Brille runternehmen. Was auffällt, ist eine gemeinsame Abdeckplatte für das Elektronikfach und die Federkammer. Das heißt, was ich so gerne mache, die Federkammer offen lassen. Geht hier mal nichts, weil sonst bleibt auch das Elektronikfach offen. Hi. Federkammer, drei Federn drin. Lässt sich nicht mehr erkennen, welcher Hersteller ist. 5 Wegschalter. Ist alles aber relativ normal verdrahtet. Wieder Stahlblock. So, ihr könnt ja jetzt sehen, da ist eine Schraube. Die kommt jetzt hier aus dem Holz und liegt an der Feder an. Das Ganze haben wir auf der anderen Seite auch nochmal, nur da kommt sie eben an keine Feder ran. Ja, also ich könnte jetzt natürlich umgehen, wenn ich die Feder hier einhänge, mache ich jetzt mal nicht. Aber das ist eigentlich nicht so schön. Mini-Pots, Mini-Switch, Handverdrahtung, ja, that's it. Gute Passform, aber Federkammer muss zubleiben. Ja, liebe Leute, ich denke, jetzt haben wir schon eigentlich alles durch, was die Gitarre aufmacht, was wir ihr entlocken können.
weil vielmehr lässt sie sich im Moment nicht entlocken. Jetzt haben wir das gute Stück mal am Gurt hängen, also so ein einfacher Nylongurt. Und schauen wir mal, na, ein bisschen kopflastig. Ja. Klein wenig kopflastig. Ist er. Ja, liebe Freunde, jetzt geht's zum Klangtest. Zuerst, bevor wir an den Verstärker wieder gehen, ein bisschen Klang aus der Akustik raus. Dazu nehme ich mal wieder mein Mikro. So, machen wir es mal so. Ja, man hört, sind keine Hohlkörper drin, aber alles in allem ein angenehmer akustischer Klang. Machen wir doch kurz auf die Schaltung eingehen, die ja, ja irgendwo ein Stück weit auch das Besondere von der Gitarre darstellt, also die drei Single Coil P90 Pickups. Eine klassische Fünfwegschaltung wie bei der Strat, die wir ja eigentlich auch kennen. Heißt ganz grob, Position 1, ich nehme immer als 1, 2, Steg und mittlere, 3, ja, mittlere Pickup, Stellung 4, beiden hinteren, Steg und Mitte und auf der letzten Position eben nur das Steg-Pickup. Jetzt kommt unser kleiner Schalter hier ins Spiel. Jetzt mache ich den mal weg. Der ist hier in der Off-Position. Wenn ich den jetzt in die On-Position bringe, wird immer der Hals-Pickup mit zugeschaltet. Das heißt, hier passiert gar nichts. Hier auch nichts, weil ist schon die Position. Wenn ich jetzt hier gehe, habe ich praktisch dieselbe Position als hier, bringt mir also nichts im abgeschalteten Zustand. Jetzt kommen wir eben aber hier in die Position, wo normalerweise die beiden aktiviert sind, sind alle drei aktiviert. Ja, was also eben nochmal einen besonderen Klang gibt, könnt ihr euch nachher selber ein Bild drüber machen, wie es klingt. Und dann natürlich in der Position, wo ich normalerweise nur ihn habe, dann habe ich praktisch wie bei einer Telecaster oder bei einer Les Paul die Mittelstellung, die ich normalerweise bei einer Stratocaster eben nicht hinbekomme. Also ich habe praktisch zwei zusätzliche Schaltpositionen, die Sinn machen oder zusätzliche Sounds ergeben, also insgesamt 7 Positionen durch einmal die 3 und hier die beiden. Thank you.
Freunde, wenn man sich den Klingklang hier so anhört, da kommt schon Freude auf, oder? Mit dem Halstonabnehmer. Das ist schon eine Freude und in der Zwischenposition der ersten, da strahlt es ganz schön. Also ganz schön, da muss man mal schnell einen Strat holen. Da, meine schöne alte Tex-Mex-Strat. Pickup hat einen eigenen Sound, aber besonders denke ich bei Crunch-Sachen kommt der ganz gut. Und auch in der hinteren Steak mit Mitte. Ja, ein bisschen scharfer. Auch hier schnell der Vergleich zur Strat. Position alle drei. Ist sehr weich. Mag sein, dass es für einige Ambient-Sachen okay ist. Verzerrt macht es gar keinen Wert, meine ich. Aber okay. Ja, und der hintere für sich alleine. Wärmer als bei einer Strat. Nicht so scharf, weicher. Jetzt habe ich ja noch einen Kandidaten hier. Wollen wir mal kurz den befragen. Die gute alte Slick SR60. Auch P90 hinten. Ja. Kommt da schon eher. Da sehen sich die beiden ziemlich ähnlich. Und wie ist jetzt mit hier unserer Telecaster-Position, die beiden? Können wir ja mit der hier auch machen, weil wir eben, und da macht der Mini-Switch meines Erachtens am meisten Sinn, hier dazu kommt und die beiden hat. Aber glockiger. Irgendwie
glockige. Also die Pickups, woher sie auch immer kommen, sind echt gut. Denken wir, wenn wir jetzt an Verzerrt denken. Ne? Ganz gut, ne? Dann noch ein bisschen Druck nehmen. Den bösen Buben hier. Ja, also sie kommt nach Stratt am nächsten. Ich sag mal. Also ich würde fast sagen, das hier ist best of both worlds. Ich lasse das jetzt mal so stehen, bevor wir zum endgültigen Resümee kommen. Das bleibt jetzt hängen bei dem schönen Stückchen hier. Also ich bin ziemlich begeistert. Meine Fat Strat, also
eine Stratocaster, wie ich sie vielleicht schon immer haben wollte, oder der Sound von einer Stratocaster, fetter als mit Single Coils, aber alle Möglichkeiten. Klasse, die Möglichkeit zum Zuschalten, besonders um die Teleoption noch dazu zu kriegen. Ansonsten lässt die Gitarre hier sich eigentlich keine Schwächen. Wir haben zwei Dinge. Einmal in der Federkammer hinten die Schrauben. Das muss man korrigieren. Merkt man aber nicht, wenn man nicht hinguckt. Und dass hier unser Kleiner ein bisschen locker sitzt, den mache ich noch ein klein bisschen fest. Da klemme ich noch was dazwischen und dann passt das. Aber ansonsten, Mechaniken oder sonst irgendwas, ist hier alles im grünen Bereich. Sattelkerbung, Stimmstabilität, wunderbar. Mir ist diese Gitarre jetzt sehr lieb. Ich habe einen Trem, ich habe die Stratocaster-Schaltung, ich habe einen schönen Hals, der sich gut anfühlt, ein Griffbrett. Ich finde, sie sieht auch gut aus. Und ihr Billig-Image-Stack trägt sie nur auf der Rückseite. Ich glaube, damit würde ich mich sogar einfach im Proberaum trauen. Und sagen, hey Jungs, ich habe eine neue Gitarre, hört mal zu. Ja, für mich absolut positive Überraschung. Und ja, meine Fat Strat. Ja, liebe Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Dankeschön für eure Zeit. Wenn ihr wollt, dürft ihr mir gerne einen Daumen da lassen und auch den Kanal abonnieren, wenn ihr möchtet. Ich wünsche euch alles Gute, schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich hoffe, wir sehen uns im neuen Jahr wieder mit der nächsten Folge. Also macht's gut, bis bald. Euer Toko.